Ich hab. Das ist der Eisentanz. Das ist der Eisentanz. Eisen kann man gut verspeisen. Weißt du, was das Gute daran ist? Ich und Nico sind jetzt die Wohlhabendsten hier. Wir uns dann Ja, unsere Eisennuggets machen. das So eine Kohle mit nebendran. dem Geld und so, dass wir sowieso erstmal schauen, wie wir das dann machen. Ich Irgendwie habe ja müssen wir es ja in gesagt, Umlauf Schneebälle können wir bringen. uns machen, weil da oben ist Schnee. Ja, wenn es nicht Schnee ist, habe ich eine andere Idee, was wir machen könnten. Bräuchten wir aber Kies. Feuersteine. Ah, Feuersteine. Ja, das wäre vielleicht eine bessere Idee sogar. Dann muss er ein bisschen Oh Gott, Kies ich müsste ein abbauen. bisschen Terraforming betreiben, fällt mir so Ich auf. weiß ja, wo die ganzen Okies ist. Dann macht das doch. Na. Philipp, jetzt kommt die große Fuck, Frage aus. Was wollen wir Nico. diesen Pier dann bauen eigentlich? Ist das die Nico, Mitte hier. Ich hab nicht mehr genug Platz, komm mal kurz runter. was? Oder warte mal. Ah, so geht's auch. Warte mal, hast du nicht eine Truhe oder so, hast du gesagt? Ja, warte mal, wir müssen jetzt erstmal. Man zieht die Ja, einfach irgendwo hier oben und wir bauen ja, wir wir nutzen bauen dann ja. irgendwo einen Ne, temporären wir bauen ja Schutzbunker für die auf Nacht die oder so. Höhe, auf die Höhe bauen wir ja. Dann setze ich erstmal die Truhe, warte. Das ist alles Aber nicht deine meinst. Schuld, Nico. Also meinst du, dass wir dann einfach auf die Höhe hier bauen? Dass das Na, so deswegen, Wasser ist, oder? genau, Das ist so. ja, genau, auf Wasserhöhe. So, die Frage ist, nehmen wir jetzt also so Holzblöcke oder Holzbretter und dann halt so als Randholzblöcke oder Warte sowas? mal, ich habe mir schon gedacht, ich tue erstmal alles hier in die Dings rein. Warte, dann baue ich jetzt nochmal das Holz hier ab. Hütchen, Essen! Hey, eine Steinhacke, klasse. Truhe Die ist hat null voll. Angriff. Die Truhe ist voll. Den Ofen könntest du irgendwo hin platzieren. Ach Oder ja, irgendwas. und die Werkbank kann ich auch noch. Die Fackel nehme ich jetzt. Wo kommen die ganzen Ja. Creepers her? Erstmal. Willst du den? Reicht ja erstmal. Hey, wir sind reich, wir haben drei Feuersteine. Wir sind trotzdem die Wohlhabendsten hier. Ja, euer Scheiß wird doch nicht die ganze Zeit von Creepern in die Luft gejagt. Ja, weil wir einen sicheren Spot haben. Naja, was heißt sicher? Sie kommen wahrscheinlich vom Berg. Das heißt, sie können auch Räucher greifen. Also ich Ja, verstehe aber nicht, sie ich gehen stehe hier. lieber zu dir. Ich stehe hier mitten im Offenen und hier machen sie nichts. Ja, du wurdest auch schon hochgesprengt. Also du hast gesagt, da war schon Creeper. Ja, einer. Also der einzige, der bis jetzt noch nicht gestorben ist, bin wahrscheinlich ich. Ich bin auch noch nicht tot. Ja, siehst du? Ich bin Ich, zweimal sag ich doch. gestorben. Aber wir wurden auch angeschlagen von Lukas häufiger. Tut mir Komischer. leid. Ich glaube, das sabotiert uns. Lukas Ja, sabotiert uns. Der will das arme Bauernvolk hier einfach ausbeuten. Hält sich für was Monster. Besseres, der liebe Herr Schmied. Der kommt Jetzt kommt. bestimmt aus dem Westen. Ja, aus dem besten Es war so westlicher klar, dass Schmied. sie jetzt damit anfangen. Ja, klar. Scheiß Es war so Westschmied. Die Westschmied machen immer noch die besten Waffen. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Du hast noch nicht eine Waffe für uns gemacht. So ist es. Ah, du Wir mussten uns Spasti. selbst Schwerter machen. Ey, und außerdem, das will ich nicht hören. Mein Opa ist gelernter Schmied. Ich glaube, der kann eine bessere Waffe machen als du. Ein gelernter Westschmied. Ostschmied. Nicht Ostschmied, Ostschmied. gute Produktion also. Ja. Schwarzbacher. So ist es. Ein Schwarzbacher Schmied. Die Frage Naja. ist, machen wir uns dann hier ein Haus hin oder machen wir so einen Steg und machen uns dann so zwei Häuser an die Seite neben dem Ich Steg hab dran? Mit mir Wasser. gedacht, wir bauen. Oh, ich wüsste dir das mal. Ich wünschte, du könntest meine Gedanken gucken. Ich wünschte, du Warte. könntest meine Gedanken gucken. Warte! Das haben wir gleich. Und dann sitze ich halt nur noch so da und mir läuft die ganze Zeit der Sabber aus dem Mund. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber Philipp ist jetzt woanders. Philipp ist jetzt an einem besseren Ort. Und immer Hugh hier kommt, schreit Hefner sie so: Nico, was hast du gemacht? das ist wie Hugh Hefner ist tot, er ist jetzt nicht an einem besseren Ort. Ja, gut, ist auch New Heaven. Richtig, ihm gehört immer der Playboy und die Playboy-Villa. Er ist nicht an einem besseren Ort. Wäre auch blöd. Ich habe Irgendwer wieder gedacht, wir bauen aufersteht und unser seine Haus. Villa zurücknehmen. Wir bauen unser Haus und Aus lassen was einen mache kleinen ich den Wasserkanal ins Boden? Haus reingehen. Weißt du, wie ich meine? Ach, ich mache einfach
Pflastersteine also ist jetzt Teppich. Dass das Haus, sagen wir mal, bis hier geht, weißt du? Oder so? Ich hol mir Birkenholz. Wollen wir, warte mal, wollen wir hast du Birkensetz? Mach mal. Bis nach da vorne bauen? Lukas hat zu Birkensetzlinge gesetzt gehabt. Nee. Ich kann dir mal, wenn du willst, kann ich dir mal ein Grundriss ausprobieren. Wird schon wieder Nacht. Ja. Oder was wird wieder Nacht? Wachse! Wachse! Oh Mann. So viel, wir können gleich noch ein paar Fackeln machen, wenn dir das beliebt. Ich habe auch noch ein paar. Ein bisschen Kohle. Yes. Dann können wir zum Beispiel unsere Fläche hier ausleuchten, dann könnten wir zum Beispiel schon mal anfangen, irgendwie so eine Art Haus zu bauen. Können wir machen, dann stell schon mal die Fackeln hin, die du hast. Warte mal, die hänge ich mal so an die Wand hier. Lol, es ist halt einfach schon eine gewachsen. Paul, was hast du gemacht? Ich hab hier... Geht das so? Es ist sogar die, glaube ich, an der ich getepackt habe, wie blöd. Paul, was hast du gemacht? Ich hab einfach nur den Stand gerade neben Setzling und hab nichts Besseres getan, als die ganze Zeit so in die Hocke zu gehen und wieder raus. Extrem schnell. Man merkt, du bist Landwirt. Er besamt die Pflanzen. Ach, warte mal, du hast jetzt alle Fackeln Bring gehabt, Pflanzen gell? Zum Wachsen. Ich hatte 3 Fackeln, die habe ich platziert. Ist aber wahrscheinlich besser, wenn wir mehr... Ich hab ein Problem, ich brauche noch ein bisschen mehr Birke. Aber jetzt wird erstmal wieder Schutzbunker gebaut. Ja, ich brauche auch Birke. Da sind wir schon 2. Warte mal, soll ich eine Spitzhacke bauen, Philipp, oder hast du... Ich hab noch eine. Gut. Du kannst ja aber nochmal eine bauen. Aber wir sollten vielleicht dann trotzdem mal ein bisschen aufpassen. Obwohl, ja. Wenn ein Creeper kommt, was soll er denn groß kaputt machen? Da kann er uns doch helfen bei Buddeln. Und wenn, warte. Ich finde, wir sollten hier noch das, mindestens diesen Wandteil noch wegmachen. Ich werde dann aber langsam noch mal eine Spitzhacke machen. Ach ja, komm, ich mache ein bisschen. Dings mache ich immer neu. Warte mal, Philipp. Erneuerbare Energie. Windenergie. Wir bauen unser Holz aus Eiche, oder? Unser Holz, unser Haus. Aus euer Holz willst, baut ihr aus Eiche. Ja, wir bauen unser Holz aus Eiche. Finde ich gut. Ist doch nur neidisch. Ich auch dafür. Philipp, ich habe auch noch, weil ich ja respawned bin und da lang gelaufen bin, habe ich jetzt auch noch ein Schwarzeichensetzling. Ach, ich habe ja auch noch die Tropensetzlinge. Das Problem ist halt, bei Schwarzeiche braucht ihr 4 Setzlinge, dass euer Baum wächst. Ja, ich mein, immer. Also, ihr kriegt 2 und wir kriegen 1 von den Tropenbaumsetzlingen. Dass wir uns verstehen. Ist gut. Weil ihr habt mehr Fläche zum Pflanzen als wir. Das ist auch eure Fläche. Wie gesagt, das wird ja, ein eben, Dorf. Wir bauen sowieso dann noch ein Marktplatz. Ja, wir bauen dann einen Tunnel, zu euch geht. Wie so ein Tunnel? Wir bauen doch einfach einen Weg, der über den Berg führt. Wieso? Wir haben schon einen Einlass in den Berg. Nein, das Ding ist, wir haben schon einen Einlass, der in den Berg durchgeht. Und dann müssen wir eigentlich nur durchbuddeln und kommen wahrscheinlich genau beim Dorf raus. Ich will aber keinen scheiß 2x2 Tunnel haben, gell? Das soll schon ein bisschen ordentlich aussehen. Nein, das wäre ja auch krass. Da müssten wir ja ganz schön verkleinern dann. Das Ding ist ja 50x50. Machen uns erstmal so eine Art kleinen Schutzding hier. Ja, falls ein Creeper kommt. Du hast ja noch die Türen, gell? Ja, für die Nacht mache ich uns erstmal so ein kleines. Das passt so, oder? Und dann drehe ich mich rum und dann geht's hinter mir nur noch so. Oh fuck. Und Philipp, das geht so, oder? Warte. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wir bauen das dann in die Mitte des Orts, dieser Fläche hier, reichen. Bauen wir so einen Marktplatz so mit Zeug von da vorne hier reinsetzen. Bauen wir so einen Marktplatz mit verschiedenen so Marktständen und sowas, weißt du, so eine Straße, weil da einfach so ein Haufen Gänge sind. Und dann können wir das Zeug erstmal überlagern. Der größte Weg vom Marktplatz führt zu mir. Nee. Machen dann gleich eine Doppeltruhe. Du bist in der Seitenstraße. Ja, ich oder so. Die Mitte ist ein Kreis. Wo drumherum so Stände stehen und von zwischen den Ständen gehen so Wege weg.
Zu dir zum Beispiel, zu mir und so. Paul, soll ich dir was sagen? Ja? In den Seitenstraßen gibt's immer das Beste. Ich hab nicht genug Holz. Ich weiß, ich bin ja auch auf einer Seitenstraße gelegen. Warte mal. Bei dir holen sie ihre Waffen, bei mir holen sie sich Futter. Ha? Paul, Philipp, wir machen dann noch Philipp, wir machen dann Handel, gell? Ihr handelt mit mir Lebensmittel und so. Ja, das Ding ist, wir jagen für dich, um dann später wiederzukommen, um das Essen bei dir zu kaufen. Also ein Teil eures Essens behaltet ihr und ein Teil des Essens nehme ich hier für die Bar mit. Ja, verkaufen wir dir, ja, so habe ich mir auch gedacht. Hey, Paul! Ja? So, Paul, darf ich dir mal was sagen? Ja. Wir sind der Westen, die anderen sind der Osten. Nein, ich bin eigentlich in der Mitte, also bin ich die Mauer. Du bist die DDR-Mauer. Was soll der Scheiß? Ich bin direkt im Berg und der Berg ist die Grenze hier, also Eisen. Bin ich in der Grenze, ich bin die Mauer. Klasse. Nico, hol mich hier raus. Warte, ich mach dir mal hier so ein Ding nach oben. Nee, alles nein, gut. Paul, Paul, wir sind alle eins, wir sind der Wosten. Der Wosten. Der Wosten. Und übrigens, ich baue das jetzt. Ich baue das hier trotzdem mal zu, gell, weil. Zur Sicherheit. Zur Sicherheit des Fisches. Philipp, also da drin ist eine Truhe. Hast du das Zeug da von da oben schon umgelagert? Was ich übrigens. Ich mach nicht nur ein Gasthaus draus, ich mach Gasthaus und Pension. Ich mach dann da noch eine zweite Etage drüber. Hol mal bitte den Ofen. Können wir gleich Eisen einschmelzen, können einen Eimer machen. So, warte mal, hier ist der Eingang da vorne. Warte mal, ich bring erst nochmal die zweite Werkbank. Das heißt, ich mach hier. Wo mach ich die Bar hin? Hier geht's mehr in den Berg, naja, also gehe ich hier drin und mach hier die Bar hin. Hier kommt die Bar hin mit der Küche dahinter. Ich weiß dann, wie ich das immer mache. Ich hänge mir dann immer ein Schild vor die Tür, wo drauf steht, geschlossen bin in der Mine, wenn ihr nicht. Bin in der Mine. Kommen Sie später wieder. Bin bald wieder da. Wie viel später? Nico? Genau so viel. Dann mach ich noch mal mein Holz, was ich hab, damit rein alles. Tu da mal die Kohle, also wenn du da fertig bist, tu mal die Kohle da so. Meine 11 Kohle, die ich noch hab. Ich will jetzt mal gucken, warte mal. Ist das das? Das? Was sind jetzt hier so? Hauptsache, wir haben noch was. Der Einlass ist so. Also, ey, ich wüsste, ich habe jetzt wirklich so den Plan für ein riesiges Gastlokal, ne? Irgendwie so. Du kommst hier so rein, hast der einen Seite hast du so die Bar, dahinter ist eine Küche. Dann hast du mehrere Sitzmöglichkeiten. Auf der einen Seite ist dann so eine Bühne, wo Shows sind. Und dann gibt es so eine Treppe auf der anderen Seite so nach oben. Dann hast du oben noch so Schlafräume. Ja, Paul, das ist seine Sache. Du musst überlegen, wer der Stripper ist. Wir müssen den Berg dann auf beiden Seiten nochmal ein bisschen verkleinern. Philipp hat mir aus dem Mund genommen. Nico ist der Stripper. Er hat den feministischen. Den weiblichsten Körper. Ja. Schwach, Paul, echt schwach. Ich weiß. Richtig schwach, Paul. Klappe. Ich überlege nur gerade, aus was mache ich. Ich glaube, ich mache den Boden, mache ich aus Ziegelstein. Zwei. Und die Wände mache ich aus. Was mache ich das für ein Holz? Die Wände mache ich aus Dingsholz. Und oben die erste Etage wird Birkenholz. Der Boden. Mal wird schon wieder Tag. Wissen wir nicht, wir arbeiten langsam, nämlich durch. Aber ganz langsam. Durcharbeiten ist so eine Sache bei mir, ich muss ja erstmal meine Schmiede aufbauen. Hoffentlich fliegt bei dir alles in die Luft. Das hoffe ich für euch genauso. Bei mir ist schon alles in die Luft geflogen, zweimal. Wir haben ja nichts, was in die Luft fliegen kann. Na doch. Guck mal, Nico, was sagst denn du hier zu dem Grundriss? Hier können die in die Luft fliegen. Bei uns? Ihr selber. Wir können nicht in die Luft fliegen. Klar doch. Geht alles. Wir sind so stabil. Nein, wir können nicht in die Luft fliegen. Du wirst schon sehen. Du verstehst es nicht. Du wirst schon sehen. Paul, du verstehst es nicht. Wir können nicht in die Luft fliegen. Du verstehst es nicht. Niemand wir versteht sind die Luft nicht zum Fliegen. Wir können sieht nicht das in die Luft gleich fliegen, aus? Weil wir nämlich schon fliegen. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe ein Bett. Gut aus. Warte mal. Ja, Paul, wenn du die ganzen Schafe hortest. Ich hatte einfach nur für Glück. Dich selbst. Da hinten ist ein Zombie, Philipp. Hey, Lukas, möchtest du Granit haben? Möchte irgendwer Granit haben? Ich habe hier Granit. Sieht das jetzt gleich aus? Warte mal, jetzt muss ich nur überlegen, wie baue ich das genau.
Wie, wenn ich jetzt. Lass mal meinen Dreckbunker stehen, ich glaube, das Also, wenn du jetzt gleich. den, wenn du jetzt den weg, Genau den normalen deswegen. Stein wegdenkst, dann ja. Den können wir noch wegbauen. Scheiß Also, Skelett, Alter. das soll ja Zombies gut fangen aus, an das zu soll ja brennen. so sein, dass da überall Wasser ist. Das hier Was ich drüben aber auch mir weg? denke, dass nur noch das da steht, ja. Ich meine, Warte mal. da kommt ja dann, da wollen will ich Sand reinmachen, weißt du? Dass das aussieht wie Strand. Bis hierhin. Dann haben wir erstmal, haben wir eine Mine Aua! da. Au, 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 au! Ich will doch nur die Birke hier oben! Ich will mal die Birke hier oben. Warum, Spiel, warum? Und Philipp, wie findest du uns so einen Mini-Schutzbunker hier? Der finde ich super. Wird aber bald wahrscheinlich nicht mehr vonnöten sein. Ja, der ist ja erstmal nur zur Sicherheit da. Philipp baut einen richtigen Bunker! Kommt der, kommt Nico wieder raus? Habe ich so einen Stahlbunker hingebaut? Wo hast du das ganze Eisen her? Ah, das sage ich dir später irgendwann. Vielleicht. Der ist halt sehr creative die ganze Zeit und sagt uns nur noch Ja, Sachen, ich die hab wir nicht wissen. Creative! Und Paul weiß aber nichts davon. Du Bitch. Dann steht die ganze Zeit im Chat, wechselt auf Creative, wechselt auf Überleben. Ich hab Chat Daher auch die Melonen. ausgeschalten. Daher auch die Melonensamen. Daher auch die Melonsamen. Ich wusste es! Wir haben die Habt Kürbis. ihr schon Hey, Sand Paul. gebraten? Für Glas? Nein, noch haben wir nichts gemacht. Also Noch das haben wir Eisen gar ist nichts fertig. Soll ich gemacht. das in die Truhe machen? Mach mal einen Eimer. Alter, der Skelett hat das Skill, das Eimer, hat mir ja. 360 gedrückt. Ich hab ein Bett. Hat er auch ein Bett? Muss ich meinen Dreckbunker ausbauen, Alter? Was soll der Kack? Mach hier die Wand dann hin oder mach hier die Wand ins Nein? Warte mal, ich mach die Wand bis hier Hoppala. hin. Loch im Dach. So. Und dann. Ich hab Bett. Und dann gehe ich Nein rückwärts. Ja, mach ich so. Ich glaube, hier gehe ich noch außen. So, Nico, was sagst du dazu? Ich krieg halt die ganzen Dinger durch, die ich mit Eisen noch weiß, aber ein Eimer kommt da nicht raus. Ein Eimer ist ein V-Form. Jo. Ja, Nico. Also ein U sozusagen. Weißt du, vor allem, ich mach den Eimer und er sieht halt einfach aus wie so ein Müllsack. Ja, gut. Komische Ja. Textur weg. Hey, hey, Philipp. Philipp, guck dir den Eimer an. Sieht halt einfach aus wie so ein Holzeimer. Ah ja, Nico, wir müssen jetzt das Ding wegreißen, gell? Und unser Haus geht genau hier lang. Warte, dann lass mich die Kohle nehmen. Ich glaube, ich lege das mal lieber doch noch einen Block höher. Ey, klasse, die Truhen unter der Werkbank sind sicher, wie das aussieht. Warte mal, ich mache mir mal eine Axt. Du willst hier nur bis. Bis hierhin runterreisen. Achso, dann sind sie doch nicht sicher. Schade. Ich will die Truhe nicht schon wieder umlagern. Wie wär's? Wir nehmen das als unseren Keller, Philipp. Ja, aber die Mauer geht genau da lang, das ist mein Problem. Verstehst du? Die Mauer geht ja hier lang. Das ist die Ja, Mauer. dann müssen wir die Tür, dann müssen wir die Türen. Ein Stückchen da setzen und dann haben Na, wir hinter die Truhe. warte mal, Guck, lass weil es die halt Truhe ist erstmal nämlich genau stehen. hier. Ja, die Werkbank musst du einfach nur wegsetzen, Nico. Warte, bevor du die wegsetzt. Mist, mir fehlt ein Stock. Wir haben noch eine andere Werkbank genau auf der Seite. Ach ja. Na, dann ist gut. Die eine Werkbank ist eins runtergesetzt.
Das können wir so als Warnlager nehmen für ausbauen. Dass der Fisch kühl gelagert wird, weißt du.